Moin moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play 102 Dalmatiner Puppets to Rescue. Ja, wir sind jetzt im Toy Store angelangt, im nächsten Level. Und ich hoffe, dass das doch genauso flott geht wie der erste Part. Und ich habe mir das jetzt so überlegt, ich werde versuchen, jedem Part ein Level zu machen. Ich weiß, dass es später ziemlich schwer werden kann. Ich versuche auch später ein bisschen zu cutten, verzeiht es mir. Wenn ihr das nicht mögt, wenn ihr die Datei komplett roh haben wollt, schreibt mir das in die Kommentare. Dann kann ich das berücksichtigen und lade euch dann wieder den Part komplett hoch oder mache unwichtige Stellen einfach weg. Das wollte ich jetzt noch einmal kurz erwähnen, bevor ich das Video starte. Fangen wir mal mit dem Toy Store an. Viel Spaß bei der nächsten Cutscene. Hi, Kitty Cat. What are you doing here? Ahem. I am Sergeant Tibbs, and I've been sent to help you save your brothers and sisters and track down Cruella de Vil. What do you know about Cruella? Well, let's just say that I've done battle with that Harridan de Vil before. I'll take any help you can give me, Mr. Tibbs. We'll see you soon. So, willkommen im Toy Store. Also, ich liebe zumindest die Melodie in diesem Spiel, diesen Level. Ja, die können wir zum Beispiel durch Räume singen. Kurz bei mir erwähnt. Ich liebe die Musik in diesem Level. Die ist echt cool. Warte, wie war das? Genau. Da war der Knochen. Da ist noch ein Knochen. Da ist kein Knochen mehr. So, die hätten wir alle. Und hier ist schon der erste Hund wieder. Let it go, dieses Lied geht gar nicht auf den Geist. So, ja, jeder... Was war das? Dieses... Bumm. So, so, die Rutsche wird jetzt wieder ein Spaß. Ich hasse diese Rutsche. Obwohl, das ging sogar. Aber die andere Seite kommt ja auch noch dran. Obwohl, wenn man sich die Einzel vornimmt, dann geht das eigentlich. So, und da hoch. Ich finde, der Toy Store hat einer mit der schönsten Musiken im Spiel halt. Und auch der schönsten Thematiken. Es geht halt, es gibt ja verschiedene Themenwelten. Und diese Themenwelten können wir halt hier ganz, ganz leicht und geschmeidig erkunden. Ich weiß gar nicht, ob wir hier, gibt es hier mehrere noch, mehrere Optionen. Nee, das war. Okay, das war die Stelle mit dem Trampolin. Dann mache ich erstmal das, die Passage davor, die hier. Die ist nämlich ein bisschen spezieller. Aber wir kommen ja nochmal sowieso bei den Trampolinen raus. Das heißt, wir können hier nochmal ein paar Knochen farmen. Und ja. Oh. Verdammt. So. Zwei Knochen, sogar drei Knochen. So, und das hier ist die... Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau funktioniert hat. Ich glaube, wir müssen... Müssen wir alle abschießen? Ich glaube, ja, oder? Bubblegum! So. 10 Stück und da kriegen wir die Kiste, die da ganz, ganz langsam runterfliegt scheinbar. Oder nein, wir müssen die abschießen, okay. So, dann haben wir den nächsten Welpen befreit. Dankeschön. So, und da ist der Knochen. Was war hier nochmal? Genau, hier waren auch noch ein paar Knochen. Und ich glaube auch noch ein Gegner. Genau. Super nervige Sache, weil die einen ja von Weitem her abschießen können. So. So. Yay! Thank you! So, und... So, wieder zurück, weil wir ja noch auf das Trampolin können. Und ich glaube, nach oben geht's denn auch noch. Ein Checkpoint und noch ein Knochen. So, und... genau hier war das.
Genau, da können wir einfach nur die Rutsche nochmal machen. Ich werde den Knoch ganz gerne haben. Der da auf der Trampolin ist. Bitte. Danke. So, und einmal wieder hoch und dann wieder rutschen. Und da haben wir schon wieder einen Knochen verkackt. Und schon wieder zwei Knochen. Genau die beiden Knochen, die mir fehlten. Okay, nochmal. Nochmal, 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 nochmal. So. So, zwei Stück. Und das war's, glaube ich, auch schon. Genau. Gut, dann... Das haben wir auch erledigt. Dann geht's mal weiter. Was können wir denn da hinten machen? Bap, bap, bap. Genau, da geht's dann einmal runter. Da können wir uns ein Leben... Können wir das eigentlich so kriegen? Nein, geht nicht. So, einmal den ausgeschaltet. Zwei Knochen abgefarmt. Ich weiß gar nicht, waren hier noch mehr? Habe ich irgendwelche übersehen? Nein, okay. Da geht es jetzt, glaube ich... Hier war, glaube ich, das Weltraumcenter. Genau. Da ist auch am Ende das Level... das Levelende. Okay, manchmal sieht das echt komisch aus, aber ich glaube, das liegt an der... Dadurch, dass der Emulator die Grafik ein bisschen anders auflöst. Ich glaube, daran liegt das maßgeblich. Und da ist der Bömmelbahnzug. Das ist eine witzige Geschichte. So, dich habe ich beseitigt. Das ist doch wunderbar. So, dich auch. Und die Knochen will ich ganz gerne. Wunderbar. Okay, ein Burger kann ich mir wohl kredenzen. Und, dann kommen wir da oben hin. Genau, hier waren auch noch ein paar Knochen. Und ich glaube auch ein Hund, genau. Wir stehen einfach mal auf dem Geländer. Wir stehen ja richtig auf dem Geländer. Da merkt man, dass das damals halt oft damit gelöst wurde, dass das halt PNG-Grafiken sind. Das wurde damals sehr oft so gelöst. Und ja, es ist ja nicht schlimm. So, dann wollen wir doch mal den Zug betreten. Yeah! Zug betreten. Damit kommen wir nämlich an ein paar... So, was war hier nochmal? Genau, das war der Flippertisch. Das ist eine sehr, sehr nervige Angelegenheit. Wir müssen hier alle... Dinger hier aktivieren. Aber wir können... Genauso gut die deaktivieren, genau wie ich es gerade gezeigt habe. Wie ich es eigentlich nicht machen wollte. Ich hasse das. Das habe ich schon damals als Kind gehasst. Aber ich glaube, die meisten... Ah! Mann! So... So, den hätte ich und den fehlt, glaube ich, nur noch der. Genau. Und damit kriegen wir die nächste Kiste. So. Bitte. Ach, Mann. 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 So, perfekt. Und den da möchte ich auch haben. Und den da. Danke. Und den da. Da sind noch zwei, die rumhüpfen. Oh, das, man nimmt ganz schön Fahrt dabei auf, das ist gemein. Na? So. Hüpft noch einer? Ah, man kann natürlich... In dem Spiel geht das übrigens nicht mit den Kamera hoch und runter. Das geht halt nicht in die Plattformer. Aber hier kann man das ganz gut überprüfen, glaube ich. Haben wir alle? Also ich sehe keinen rumhüpfen, dann gehe ich mal da nochmal lang. Was das auch immer gerade für ein Bubble ist, der da so an der Seite gerade ist. Yay! Du, du, du. Okay, hier ist das Leben. Das Leben nehme ich doch ganz gerne mit. Aber da hinten ist auch ein... Ist auch Dings. Noch ein bisschen Knochen.
Okay, also kommt man da nur so irgendwie rüber oder wie sieht das aus? Wie kommt man da denn hin? Das ist die gute Frage. So, ich kann ja hier lang. Das führt mich aber da raus. Obwohl, nee, man kann hier genau runterspringen. Ja, die Gegner sind eigentlich total fies. Und so, weil du da noch getroffen werden kannst. So, gut. Dann hätten wir das auch geschafft. Dann möchte ich doch mal wieder zum Zug. Ich weiß gar nicht, was war da hin. Ich glaube, das war sowieso nur der Eingang dahin. Genau, das war zu der Rutschbahn. Da will ich jetzt aber nicht hin. Dann möchte ich wieder zum Zug. Was mir gerade auffällt, wir haben vergessen, zu Nullpunkt zu wechseln. Das machen wir dann im nächsten Part dann zweimal und dann sollte sich das ja wieder einpendeln. So, einmal warten auf dem Zug. Wo ist er denn da? Na, komm mal her. Ich möchte den Zug, Zug, Zug. Wo ist der Herzog? Hallo? Hallo? Da ist er. Yeah! So, jetzt zwei Passagen müssen wir ignorieren. Wobei, wo wir gerade dabei sind, wir lassen es einmal durchfahren. Weil ich nämlich bezweifle, dass wir beim Dings nicht alles haben. Beim Bumper. Ich weiß nicht, ob da noch versteckte Knochen sind. Okay, das ist der Eingangsbereich. Okay, weiter geht das auch gar nicht scheinbar. Mehr Haltestellen gibt es gar nicht. Gut, dann gehen wir erstmal zu den Bumpern, würde ich sagen. Yeah, so. Okay, hier ist nichts. Yeah, gut, dann würde ich sagen, starten wir bei dieser Dschungelpassage mit der Suche. Wohl ein paar kriegen wir ja noch. Könnte hier noch... Ach, hier ist einer. Gut. So. Da ist der nächste. Führt mich der hin? Das andere Gebiet, okay. Der erklärt mir nur den Zug. Das ist nicht so wichtig. Brauchen wir nicht, also. Spart ein bisschen Zeit. Okay, dann gehen wir mal in das Untergeschoss. Scheinen ja hier keine Knochen mehr zu sein. So. Ja, das ist das Untergeschoss. Hier sind ein paar mehr mehr Knochen, die wir noch einsammeln können. Schön, dass das Ding nicht sofort hochgeht, weil normalerweise, wenn man solche Gegner hat, dann gehen die ja meistens sofort hoch. So, hepp. Da ist auf jeden Fall ein Checkpoint. Kommt man da so hoch? Nein, wir brauchen einen höheren Punkt.
So. Voila. Okay. Ja, Mann, das will ich doch. Ich will doch hier lang. Nein! Das ist manchmal echt schwer, mit so einer Kamera zu steuern. Und wieder runtergeplumpst. Ach! Come on! Come on! Du blödes Ding! Lass mich dich platt machen, dankeschön. So. Na, okay, das war, da war ja noch einer. Ach, hier ist ein Hund. Gut. Dankeschön. So, so, hier ist der Knochen. Dann fehlen uns nur noch ein paar wenige. Okay. Ach, blöder Ehren für das Ding, du. Da ist auf jeden Fall schon mal das Ende. Könnte funktionieren. Gut, der gibt auch nochmal zwei Knochen. Du. Aua. So. Und die nächsten beiden. Und jetzt fehlt uns noch der eine versteckte. Wo ist er denn? So. So. Wo ist er denn? Wahrscheinlich unten drunter. Ja, okay. Dankeschön. So, gut, dann hätten wir alle. Und können. Ich glaube, hier war da noch ein Hund irgendwo, den man noch befreien kann? Oder waren das wieder 6 in dem Level? So, ich hoffe, das waren wieder 6. Wir haben nämlich 6. Ja, einmal speichern bitte. Ja. So, 11%. Ich will doch da gar nicht rein. Naja, bis gleich. Ohne Cutscene. So, aber ich würde sagen, wir machen dann im nächsten Level weiter. Mal gucken. Exit Level. Yes. 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 So. Einmal zurück bitte. In den Ladebildschirm. Ich finde es echt nervig, dass das so passiert. Ja, hier haben wir auch. Perfekt. Gut, dann macht's mit Piccadilly. Was übrigens im letzten Projekt, also im letzten, wo wir das letzte Mal das gemacht haben, nicht vorkam, weil wir soweit gar nicht kamen, weil der irgendeinen Bug ausgelöst hatte. Naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Mal wieder von Let's Play 102 Dalmatiner. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Vergesst nicht, einen Kommentar zu schreiben, wäre äußerst freundlich von euch und bis dann. Bye-bye.